Die brandneuen limitierten 4D-Schattenautogrammkarten sind ab sofort im Shop erhältlich. Ebenso gibt's neue Limited Designs von Team Melone, von Saftig, dem Totem-Design und dem brandneuen exklusiven Apollo-Schattendesign. Mit Hades, Titus, Blocky und viel mehr limitiert nur im Mai auf shop.com. Ach ja, nach all dem, was passiert ist, dachte ich, brauche mal eine kleine Auszeit, ja? Nach der langen Quarantäne nur zu Hause rumsitzen, dachte ich, brauche eine kleine Abwechslung. Und was gibt's Besseres als Abwechslung, als hier einfach mal einen kleinen Wandertrip zu machen an die frische Natur in die Berge, weit weg von der Zivilisation, weit weg von allen anderen Menschen und einfach mal hier ein bisschen zu angeln? Du da drüben? Guido? Zumindest dachte ich, dass ich allein bin. Hallo? Hey! Oh! Leute, das ist ein werter Angler-Kumpane. Ey, geil, ja? Oh, da angeln noch ein paar Fische hier gerade. Hi, wer bist du? Grüß Gott, was treibst du denn hier draußen alleine? Ey, du, ich wollte aber eine Abwechslung hier, ja? Ich wollte weg hier, vor allen anderen hier, ein bisschen raus an die frische Luft hier in den Bergen. Und du, bist du hier eine Art Fischer? Oder? Hier ist doch gefährlich. Komm lieber mit. Hey, wie gefährlich. Ich meine, okay, ich bin schon seit 3 Tagen unterwegs mit meinem Zelt hier am Camp, ja? Also, okay. Oh, Leute, hat hier ein Lager. Das ist so ein richtiges Fischerlager hier. Ey, cool. Ey, Leute, ja? Ich dachte nicht, dass ich hier in diesem Wald auf irgendjemanden treffen werde, so tief wie ich schon drin bin. Aber ja, so zack, mein Boot nehme ich mit. Oder, mein Boot läuft ja auch weg. Boot, nein, komm zurück. So, und zack, okay. Und du bist wer, Guido? Um die Uhrzeit findest du hier nicht viele Fische. Hä, wie um die Uhrzeit? Was meinst du? Hä, die Fische schlafen die gerade alle, oder wie? Also, die wurden bereits alle letzte Nacht geangelt. Hä, von dir oder von wem? Aber geil, ey, der hat hier ein richtiges Lager. Mit so einer Box und allem. Ey, Leute, ich liebe das. Ja, das ist genau die Abwechslung, die ich gesucht habe. Wirklich nach wirklich so langer Zeit einfach nur zu Hause rumsitzen, Quarantäne. Dachte ich, es ist eine richtig coole Abwechslung. Hier mal in die frische Natur, in die Berge hier. Einen Trip zu machen. Ich bin Guido. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Okay. Das freut mich. Wie ich sehe, hast du auch hier ein Lager eingerichtet. Und hier hast du anscheinend deine Fischlager. Egal, ja. Hast du schon ein paar Großfische geangelt? Ich ernähre mich letzte Zeit relativ viel von Schnitzel, ja, was ich aus Vorrat mitgenommen habe. Folge mir. Ich zeig dir die Siedlung. Alles klar. Und ihr seht. Hier steht's. Siedlung. Okay. Hey, wohnen hier mehr Leute? Also, in den letzten 3 Tagen, wo ich unterwegs war, habe ich irgendwie keine Menschenseele gesehen. Ich meine, außer hin und wieder, keine Ahnung, ein paar Mäuse oder so oder ein paar Ratten. Hier treffen, was? Wir treffen hier nicht oft auf neue Leute. Deshalb schätze ich es sehr, deine Gesellschaft zu haben. Okay, ja, ich auch. Also ich habe schon auch seit 3 Tagen mit niemandem mehr geredet. Aber es ist was Gutes, ja, das gibt mir so ein bisschen Frieden in der Seele. Aber ey, cool. Ich finde allgemein die Berge so hübsch hier. Weißt du, die meisten Einwohner der Siedlung sind nicht mehr die erhellsten. Ja, alles klar, bleib ich mal die Leute hier. Wie viele Leute wohnen denn hier? Ist es ein Dorf oder so eine Art, ein Siedlung, sagt er. Aber nun ja, die Gegend hier hat das so an sich. Ja, ich meine, Leute, wirklich, wer so abgeschottet lebt, hat auch wirklich was an sich, ja. Man hat es nicht kaum so, die Qualen, wenn man in der Stadt lebt, ja. Man hat nicht die Abgase in der Luft. Es ist immer was anderes, muss ich echt sagen hier. Unsere Siedlung ist komplett abgeschottet von der Zivilisation. Ey, genau das, was ich suche. Ey, cool. Also, eigentlich bin ich nur auf der Durchreise. Ich wollte schon 2 Wochen Trip machen, bin gerade 3 Tage hier drin. Aber, ey, cool. Ihr habt sogar Laternen und alles hier. Wie lange warst du hier schon unterwegs? Also, ich bin, glaube ich, vor 3,5 Tagen jetzt losgezogen hier. Und ich wollte so ungefähr 2 Wochen zurück sein. Ich wollte so eine Rundtour machen durch den großen Naturwald hier. Ich glaube, das sollte wie viel? So 100 Kilometer Durchmesser haben. Du solltest vorsichtig sein. Hier draußen ist ab der Dämmerung nicht mehr sicher. Hä, was meint er damit? Also, ich habe zum Glück in der Dämmerung mir mein Zelt aufgeschlagen. Oder was meinst du? Oh, ich sehe schon. Aber halb so wild. An sich ist die Siedlung das perfekte Urlaubsparadies. Okay. Also, ich weiß nicht, welchen Urlaub. Ich mache eher so ein bisschen Auszeit. Oh, Leute, hier ist so ein richtiges Dorf. Bildschönes Gebirge und wunderschöne Natur genießen. Ey, geil, Leute, der klingt wie so ein Typ, wie so ein Reisetyp, ja, der mir was verkaufen will. Hier sind Leute. Okay. Ich warne dich schon mal vor. Die Einwohner sind nicht mehr die Jüngsten. Okay, alles klar. Alles klar, okay. Hier, warte mal, wo geht's hier hin? Hier ist so ein Schild. Dorf und Mine. Deswegen freuen wir uns, etwas, was? Deswegen freuen wir uns, etwas Frischblut wie dich hier begrüßen zu dürfen. Alles klar, ich bin natürlich ein saftiger Frischblutling hier. Alles klar, du meinst, die sind alles älter, okay. Du wirst bestimmt noch länger bleiben wollen, hier ist es echt super. Ja, also, ey, wenn es euch ausmacht, vielleicht bleibe ich in der Nacht bei euch, aber ich bin einfach Durchreise, ja.
Mach dich ruhig mal mit unseren 10 Einwohnern bekannt. Die sind alle sehr sympathisch. Okay, alles klar. Da läuft ein Typ rum. Okay. Oh, Leute, hier ist so eine Art Einge... Oh. Was? Hier ist so eine Russe. Warum hat der so eine Dings? Wer ist so eine Sichel-Dings hier? Was zur Hölle? Igor, das ist unser Dorf. Wir sind das Volk. Deine Stimme ist unsere Stimme. Wir bestimmen unsere Zukunft. Wenn ich sterbe, sterben wir alle. Wir sind eine Einheit. Was? In meinem Hause trinkst du nicht das Wasser, sondern das Wasser trinkt dich. Was zur Hölle? Okay, alles klar, der Typ ist ein bisschen komisch. Wer läuft denn hier rum? Also die scheinen so eine coole Siedlung zu haben. Oh mein Gott, der Typ ist nackig. Okay, hier ist so ein alter, nackter Typ mit einem langen Bart. Okay, warum denn auch nicht? Ja, wenn, Leute, wirklich, wenn der die Natur genießen will, wenn der das darunter versteht. Okay, wer ist der Typ hier? Bob. Kannst du mehr sagen? Hey. Oi. Hi. Hi. Okay, alles klar. Typ, okay, ich weiß, was der Typ meinte, mit ist nicht mehr die hellsten hier. Okay. Aber ey, feine Häuser habt ihr hier. Ein bisschen überwachsen, also ein bisschen Unkraut wächst hier schon. Oh, hier kommt der Typ wieder. Was ist das für ein... Okay, ist ja gut, alles klar. Du bist der Typ hier, du... Johannes heißt er. Okay, alles klar, ja. Johannes, ich wünsche dir viel Spaß, deine nackte Freiheit zu genießen. Oh mein Gott. Also, die haben hier überall so Büsche hier, die so wachsen. Ey, richtig cool. Wer ist hier? Oh, Leute, hier ist eine Ente. Marianne, ach, sieh mal an, ein kleiner Bub wie du in unserer Siedlung? Du siehst fast so jung aus, wie der Junge letzte Woche hier war. Den habe ich aber seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Schade. Okay. Ein Junge ist nur alte Leute, echt. Du kannst gerne bei uns übernachten. Mach es dir gemütlich. Ey, danke. Ey, Marianne, guck mal, die ist richtig gastfreundlich. Mein Mann ist zwar nicht mehr der Hellste, aber er hat ein großes Herz. Okay. Ich bin seit über 50 Jahren mit ihm verheiratet. Und er weiß immer noch nicht, dass ich eigentlich eine Ente bin. Okay. Alles klar. Wie heißt denn der Mann? Karl. Ich bin der bessere Karl. Merkt ihr das? Ich bin der einzig wahre. Karl. Okay, alles klar. Das bin ich, Karl. Der beste Karl. Ich bin der bessere Karl. Okay, Leute. Langsam denke ich, dass alle in diesem Dorf irgendwie einen Hirnschaden haben. Ja, ich meine, okay. No offense, aber irgendwie sind... es liegt nicht... Leute, keinen Spaß. Ich kenne alte Leute. Ja, ich habe im Altersheim selbst gearbeitet, mein Real Life. Normale Leute sind nicht so. Und wer ist das hier? Karl. Bis ans Ende... Oh, Leute, heißt auch Karl. Ach, deswegen meinte der Typ, ich bin der bessere Karl. Bis ans was? Ich hasse es, denselben Vornamen wie dieser Vollidiot da drüben zu haben. Bis ans Ende meiner Tage. Ich schäme mich für mein Land. Okay. Mein Leben. Ich schäme mich sogar, im selben Dorf mit ihm zu wohnen. Also, der scheint den anderen Karl nicht so zu mögen. Aber da habe ich wohl keine andere Wahl. Bis ans Ende... was? Da habe ich wohl keine Wahl? Bis ans baldige Ende meiner Tage. Okay. Alles klar. Und wer ist der Typ hier? Alter, der sieht jetzt nicht aus wie der Hellste. Jakob, ich habe es mal gesehen. Hä, was es? Dann hat es mich auch gesehen. Und dann habe ich es gegessen. Joho. Hä, was? Es war schon grün und braun, aber meine Frau wollte, dass ich abgelaufene Kartoffeln eigentlich nicht esse. Ach so, Leute, okay, alles klar. Aber meine Frau ist seit 30 Jahren tot. Joho. Okay, ja. Weird Flex. Okay, alles klar. Übrigens, Leute. Falls ein paar von euch fragen, was ich hier anhab, ja. Wir haben ab sofort limited im Shop die brandneue Schattenedition, ja. Nur im Mai gibt's die. Wir haben ein neues Design von Team Melone, Apollo Totem und hier, wie ihr seht, die neue 4D Schattenautogrammkarte. Die Autogrammkarte gibt's zu jeder großen Bestellung gratis dazu. Die ist richtig geil und die limited Designs gibt's ab heute neu im Shop. Team Melone Schatten sieht man hier. Abnormal übertrieben sick, so dunkel, ja. So ein böses Design von Team Melone. Da gibt es sogar eine neue Glowing-Edition, ja. Also wenn ihr das haben wollt, Shop-Punkte zu bekommen, schaut jetzt sofort vorbei. Die Glowing-Edition ist nämlich seit letztem Halloween endlich wieder hier im Shop erhältlich. Was geht, glaube ich, in den Top 5 der beliebtesten Merch-Stiegel letztes Jahr. Also Team Melone Schatten haben wir hier. Saftig, Schatten sieht übelst geil aus. So ein dunkel Design hier. Ist alles so dunkel Design. Also wenn ihr Team Melone Dunkelregenbogen geil findet, werdet ihr die übertrieben feiern, ja. Saftig Schatten ist das hier, mit so einem grünen Dings hier. Apollo Schatten mit allen drauf hier, allen Charakteren. Totem Schatten mit dunklen Schwertern, einem dunklen Totem und alles Mögliche. Und hier sieht man
Die neue Schattenautogrammkarte. Den 4D-Effekt, ja. Ihr seht sogar mit goldener Unterschrift, Hand unterschrieben, alle. Und so sieht die aus. Und die hat einen Kipp-Effekt, das heißt, ja. Die ist eigentlich ganz normal, außer wenn ihr die im richtigen Winkel anschaut, ändert die Karte komplett ihre Dimension und ihr seht dann nur die dunkle Seite. Also die ist halb dunkel, halb normal, je nachdem wie ihr gerade drauf schaut. Ultrageiler Effekt, ab in der Großbestellung gerade dazu. Aber die Schattenkarte ist limitiert auf 3000 Stück. Also bestellt am besten jetzt sofort, ist sie wahrscheinlich schon aus. Also wie ich euch kenne, ist sie wahrscheinlich in der Woche ausverkauft. Also schaut vorbei, shop.gewitz.com, jetzt sofort. Wir machen saftige Zubehörsachen. Wir haben von allen Designs hier auch Zubehörsachen wie Federmäppchen. Wir haben so Geldbeutel hier, Handyhöhlen, Taschen und vieles mehr. Sogar Schulrucksäcke. Und ich könnte nicht sagen, dass das nicht geil aussieht. Diesen dunkel lila und blau. Ja, so übertrieben krank cool. Auch von saftig. Und wir haben eine neue Bettwäsche. Wir haben ab sofort vorbestellt beim Shop die Dunkelregenbogen-Schattenbettwäsche. Mit dunklen Kristallen. Leute, die sieht so sick aus. Guckt euch heute um 15 Uhr mein zweites Video an. Dann seht ihr das in der Facecam. Also das ist übertrieben cool. Alles nur jetzt auf shop.gewitz.com. Alles limitiert hier. Nur im Mai. Danach ist es für immer weg. Also schau vorbei, würde mich mega mäßig freuen. Aber jetzt zurück hier zu diesen komischen Dödern. Was ist mit denen hier? Markus. Mein Jung. Ich habe einen Super-Genie gefunden. Ach Gottchen, er wird bestimmt mal ein Arzt und bringt Weltfrieden. Ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe. Dass ich das noch erlebe. Ach Gottchen. Okay. Also, ey, und hier ist der nackte Typ. Also der Typ scheint ein Super-Genie zu sein. Zumindest behauptet das Markus, der 90-jährige Opa hier. Okay, also der Typ ist ein Super-Genie. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Hä? Was? Das macht nicht mal Sinn. Fritz, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Hey Leute, versteht ihr, was der meint? Wo ist beim Baum hinten? Hä? Das macht nicht mal Sinn. Was meint ihr mit Super-Genie? Was ist unter der Luft in der Luft? Hä? Du Bastard! Warum wollen die nur Deppen in diesem Dorf? Ich mag mögen. Ja, ich mag auch mögen. Ja, alles klar. Okay. Du atmest geatmeten Atem. Oh, danke. Was? Ich atme. Oh mein Gott, Leute, kein Spaß. Wirklich. Das Projekt ist einfach jetzt schon absolut hirnrissig, ja? Also, falls ihr keine Folge von Minecraft-Ritual verpassen wollt, einfach mal abonnieren. Würde mich ultra freuen. Ritual kommt jeden Dienstag und jeden Freitag um 12 Uhr, zweimal die Woche. Genau, was sagt er noch so? Warum bist du eigentlich nicht? Ja, genau, Leute. Warum bin ich eigentlich nicht? Ja? Wieso ist zwischen der Luft? Ja, Leute, habt ihr euch das schon mal gefragt? Wieso ist zwischen der Luft? Leute, was ist das hier? Ich bin ich. Okay, alles klar. Ich bin, okay. Du, ja, würde mich auch wundern, wenn du nicht du bist. Okay, alles klar. Leute, was mit dem Typen hier? Ja, der scheint halbwegs normal zu sein. Der hat eine Brille. Hallo? Philipp. Habe ich da gerade was gehört? Hallo? Oh mein Gott, ich glaube, der ist schwerhörig. Ist da jemand? Ich trage meine Lesebrille. Junge, nur weil du deine Lesebrille tragst, heißt nicht, du besser hörst. Oh mein Gott, der Typ ist... Hallo? Ich höre doch ein Knistern. Sie wollen jemanden wickeln? Nein, ich will keinen wickeln. Ich kann Ihnen nicht helfen. Leute, warum bin ich hier? Hallo? Was? Die Verbindung ist schlecht. Ich muss es auflegen. Hey, aber ich stehe vor dir. Das Telefon ist nicht mehr eingesteckt. Okay, Leute, wisst ihr was? Wirklich. Genau deswegen wollte ich eine Auszeit von der Zivilisation. Hey, wer ist der Typ hier? Warum hat der alles hier zu, gemauert? Hallo? Jürgen, es wird wieder kommen. Es wird uns alle verschlingen. Was? Hä, was ist denn es? Warum redet niemand darüber? Warum sind die alle so dumm? Es wird diese Nacht wieder kommen. Was wird diese Nacht wieder kommen? Jetzt habe ich Angst. Es wird wieder passieren. So wie gestern und vorgestern und letzte Woche. Wir werden alle sterben? Es gibt kein Entkommen? Wir sind alle tot? Okay. Muss ich mir Sorgen machen, Leute? Also ich übernachte hier heute. Also... Okay. Ich hoffe mal, dass der Typ einfach nur ein bisschen, keine Ahnung, Altersschwäche hat und deswegen ein bisschen ein Hirnschaden. Oh, hier ist der nackte Typ wieder. Warum laufen hier nur nackte Leute rum? Oder zumindest der hier. Kein Spaß. Hier ist der Typ wieder. Hallo? Du, deine, der eine Typ hier hinten irgendwie sah. Ach du Heilige. Ich hab dir noch gar nicht, unser Herzstück gezeigt. Die Mine. Okay. Ach, das ist hier hinten. Ich habe schon gefragt, warum hier, was hier eine Mine ist. Hier geht's zur neuen Mine hoch. Okay. Sind die so eine Art Bergminenarbeiter hier? Oder wo? Oder warum habt ihr eine Mine? Okay. Du fragst dich bestimmt, warum sie die neue Mine heißt. Ja, stimmt. Warum neue Mine? Gab es eine alte? Und da hat Tops gepupst und deswegen ist die jetzt nicht mehr betretbar, oder? Oder warum gibt es eine neue Mine? Nun ja, wir hatten dort hinten früher eine große Mine in der Schlucht. Okay.
Und was da passiert? Okay. Und du? Allerdings mussten wir diese leider verlassen nach, nun ja, nach was? Nach was? Was passiert in der Mine? Und warum sagt der Typ, wir werden alle sterben? Dem Unfall? Ey Leute, schreibt mir in die Kommentare, geht's gerade nur mir so oder habt ihr ein richtig komisches Gefühl von dem ganzen Dorf? Weil der eine Typ, der hat mich jetzt richtig verunsichert. Was schreibt er? Ach lol, guck mal, hier ist so ein Typ. Das hier ist Erik, unser letzter Minenarbeiter. Okay, hey, warum der letzte? Okay, Erik, alles klar. Erik, wer du bist? Du bist wer? Wer du bist? Okay, Erik, du musst mich nicht gleich anschauen. Ich bin Chaos Flo 40, okay? Flo heiße ich. Du, wer? Chaos Flo 44, habe ich doch gerade gesagt. Bist wer du? Okay, ich glaube, der Typ. Entweder der will mich trollen oder kam oder er ist einfach wirklich irgendwie komisch. Ich? Nein, nicht. Warte, hey, ich? Du? Wer du bist? Okay, alles klar. Leute, du, ist der immer so? dieser Erik? Der ist ein bisschen klein, ist ein Zwerg. Ohne es böse zu meinen, aber der ist ja wirklich winzig. Alle anderen, was war? Allen anderen wurde das Urlaubsparadies hier zu langweilig und haben uns leider verlassen. Okay, also er ist der letzte Miner und alle anderen haben euch leider verlassen, weil es zu langweilig wird. Okay. Wir suchen zurzeit aber neue Rekruten. Falls du interessiert wärst, würden wir uns freuen, dich als Minenarbeiter einzustellen. Okay. Also hier in der Mine zu arbeiten, könnte ich mir vorstellen. Alter, hier ist ja richtig dunkel, sehe ich gerade. Im Gegenzug dürftest du gerne bei uns übernachten. Oh mein Gott, guck mal, hier ist es ja mega dunkel. Okay. Ja, das wäre mega nice. Es wird schließlich bald dunkel. Okay. Also, das heißt, ich muss für euch ein bisschen hier meinen und dafür darf ich bei euch irgendwie übernachten, oder wie? Oha, guck mal, wie dunkel es hier drin ist. Okay. Ich brauche nur eine Spitzhacke oder irgendwas von dir und ein paar Aufträge. Ich kann dir auch gerne noch die alte, verlassene Mine zeigen. Ja, gern. Und du hast übrigens gleich von einem Unfall. Was für ein Unfall meinst du? Bei der alten Mine, Guido. Weil Leute, irgendwie, ich habe so ein Bauchgefühl, dass irgendwas hier falsch ist. Oder ich weiß nicht, ja. Leute, ich war jetzt 2 Monate in Quarantäne, ja. Wahrscheinlich ist es einfach nur die Umgewöhnung hier an die Wildnis, ja. Ich war jetzt noch 3 Tage hier im Wald unterwegs. Habe seit 3 Tagen keine Menschen mehr gesehen. Ich habe übrigens auch mein Schweizer Taschenmesser mit hier, mein Schweizer Taschenmesser. Ich liebe den Schweizer Dialekt. Was sagt er? Aber du solltest aufpassen. Hey, wie aufpassen? Die alte Mine ist nicht mehr sicher. Hey, wie ist die einsturzgefährdet oder was meinst du? Guido? Dort hausen nämlich wilde Tiere. Okay. Also ich war jetzt schon 3 Tage unterwegs, ich habe noch keinen einzigen Bär oder irgendwas gesehen. Eigentlich richtig still hier in der Nähe. Okay. Warum ist hier mal ein Russe? Okay, weißt du was? Ich frage von dich, ja? Ich feier's einfach. Deshalb ist es nachts oder alleine im Wald doch so gefährlich. Hä, wie alleine im Wald? Oh mein Gott, der hat mich gerade erschrocken. Hey, ich war seit 3 Tagen alleine im Wald. Oder was meinst du? Oder nachts? Was meinst du, Guido? Und genau, Guido, kannst du mir erklären, warum der Typ da drinnen sagt, wir werden sterben? Bleib am besten hier im Dorf. Ja, okay, ich hatte jetzt eh nichts vorgehabt, weil ich meine, wir haben eh schon richtig spät. Und du meinst doch, es wird bald Nacht, also ich hätte es nicht vorgehabt, dass ich irgendwo anders hingehe, also von daher. Ach, und hier geht es zu dieser alten Mine, oder was? Oder was meinst du? Hier in der Wildnis lauern tollwütige Bären. Okay. Also, ja, meine ich, soll ich in der Nacht rausgehen, weil sonst freist mich die Bären oder so? Okay. Also, danke für den, weil du mir das gesagt hast, Guido. Aber warum genau ist denn, warte mal, in dieser... Sie werden dich schon von Weitem riechen. Also, bleib lieber in der Siedlung. Okay. Also wie gesagt, ich habe vor 3 Tagen, also in 3 Tagen, wo ich unterwegs war im Wald, habe ich keine einzigen Bären gesehen. Also wundert mich jetzt hier. Aber okay. Und hier soll es irgendeine Art alte, verlassene Mine sein? Stimmt, er hat noch nicht gesagt, was für ein Unfall dort ist. Du, Guido, du sollst doch die Finsternis meiden. Die Tiere kommen jede Nacht raus. Okay. Also die Tiere kommen jede Nacht raus. Irgendwie wirkt das Ganze ein bisschen gruselig, Leute. Und hier ist eine Art Mine. Hat er schon gesagt, was für ein Unfall das war? Habe ich es gerade überlesen oder so? Ich glaube nicht, oder? Du, Guido, was für ein Unfall meinst du? Warum habt ihr Minen gewechselt? Hier wären wir. Die große Schlucht mit der alten Minenstation. Okay, alles legit eine riesige Schlucht, wie ich sie sehe. Warum ist hier ein Totenkopf-Symbol?
Das wirkt nicht gerade sehr einladend. Wenn ich du wäre, würde ich keinen Schritt in die Schlucht wagen. Hört ihr das? Sind das Schreie oder was? Tollwut ist kein Spaß bei wilden Tieren. Okay. Und du meinst, dort irgendwie wohnen Tiere? Leute, soll ich mal in die Schlucht reinschauen demnächst? Oh, ich sehe das wirklich Nacht hier. Okay. Übrigens, dann lasst mal einen dicken Like da, falls ihr das Projekt hier feiert, ja? Weil bei neuen Projekten ist es mir immer ganz wichtig, damit ich sehe, dass euch das Ganze gefällt. Nun gut, die Dämmerung bricht ein. Okay, ja, ich sehe schon. Die Sonne geht unter. Ey, irgendwie ist diese Schlucht mir mysteriös. Er hat mir kein... Also hier sind wilde Tiere. Und ich soll nicht reingehen. Ich meine, von den Bären gefressen will ich schon mal nicht, okay? Wir sollten zurück zum Dorf. Okay. Alles, Leute, jetzt wird ja richtig schnell Nacht hier. Okay, also danke, Gude. Freue mich mega, dass du mich hier rumgeführt hast. Oh, ich glaube, Frau Marianne würde dich gutmütigerweise bei ihr übernachten lassen. Oh, es wird ja richtig schnell dunkel hier. Okay, du Gude, dann kommst du mit hier mit ins Dorf? Alles klar, bis später. Okay, alles klar. Hey, komm nicht mit? Okay. Oh mein Gott, es wird richtig, richtig schnell dunkel hier. Okay, also die Frau Marianne, bei der kann ich übernachten. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und er meint, ich soll nicht nachts alleine oder irgendwie alleine im Wald sein. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Dann muss ich mal beeilen. Alle Leute, wie schnell wird es denn bitte dunkel? Hier geht's zurück. Okay, 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 okay. Ich laufe ja schon. Alter, Leute! Wie dunkel ist es, wenn man hier ist? Also SpongeBob wird sagen, fortgeschrittene Dunkelheit. Okay, alles klar. Aber jetzt noch da. Und da ist die Sonne untergegangen. Okay, alles klar. Marianne, da würde ich mal sagen, ich habe einen langen Tag hinter mir gehabt. Da würde ich mal sagen, ja, mache ich mich mal hier auf einen Schlaf ein. Oh mein Gott. Hey, was? Oh mein Gott. Hab ich's ge... Was zur Hölle? Hört ihr das? Was sind hier für Bilder? In meinem Raum? Was zur Hölle? Hört ihr das? Hallo? Oh. Ach, hier ist ihr Schlafzimmer. Karl. Der Beste. Der Beste, Karl. Okay, also die schlafen anscheinend hier. Bester Karl. Okay. Und hier schläft die Marianne. Marianne? Hast du es auch gehört? Irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl gerade. Psst. Sei ganz ruhig, sagt sie. Oh, hier komme ich hoch. Marianne? Mach kein Geräusch. Hey, warum denn? Leute, hatte der Typ recht? Der eine? Marianne, was ist los? Sonst weiß es, dass du hier bist. Sonst weiß was, dass ich hier bin. Was ist es? Okay, ich bin ja schon ruhig. Psst, geh einfach wieder schlafen. Leute, irgendwas läuft diesem Dorf komplett falsch. Ich höre schon wieder. Ignoriere die Geräusche und hoffe einfach, dass du morgen wieder aufwachst. Die wirkt so, ob das schon normal ist bei denen. Okay. Alles klar, Marianne. Oh mein Gott, irgendwas ist hier. Soll ich rausschauen? Hier ist ein Klo. Ich sehe soweit nichts. Die Leute schlafen anscheinend alle. Aber guck mal, wie dunkel es draußen ist. Ich meine, eigentlich hat der Typ mir wirklich gesagt, dass ich nicht rausgehen soll in der Finsternis. Okay, Leute. Die Geräusche sind schon komisch. Wenn es ein Bär ist, laufe ich wieder rein, okay? Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Irgendwas stimmt doch nicht hier in diesem Dorf. Okay, Leute, ich mach's. Ich geh raus. Sehen wir hier irgendwo was? Vielleicht aus der Ferne? Nee, gell? Okay, Leute. Ich bin kein Angsthase. Und ich will jetzt rausfinden, was hier draußen ist. Wenn es tollwütiger Bär oder irgendwas ist. Okay, 3, 2, 1. Ist ruhig. Er ist aufgehört. Warte mal. Was zur... Was zur...
Neue limitierten 4D-Schattenautogrammkarten sind ab sofort im Shop erhältlich. Ebenso gibt's neue Limited Designs von Team Melone, von Saftig, dem Totem Design und dem brandneuen exklusiven Apollo Schattendesign. Mit Hades, Titus, Blocky und viel mehr limitiert nur im Mai auf shop.com.